Ey, guck mal, hier ist irgendwas versteckt drin. Warte, Mohammed, guck mal schnell. Warte. Hier kommt's. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit Selims BMW. Hallo. Beziehungsweise mit dem besagten Rennmotor, wo alle auch immer drauf warten. Ja. Und erzähl mal, was machen wir hier? Also, erstmal müssen wir die Leute ein bisschen abholen, wie es jetzt weitergeht. Genau, also Familie Bielas. Die Bielas hat ja die Technik gebaut. Da hatten wir ja viele Probleme noch mit den Kolben und Auslegungen und so weiter. Das wurde dann gelöst. Und dann kam natürlich der nächste Step, wo wir uns ja dann als Team zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie bauen wir das Auto, vor allem wer baut das Auto. Jetzt wissen wir hier beide leider sehr wenig Zeit und ob wir das so in der Qualität, mit Sicherheit hätten wir das hinbekommen, weil wir wollten ja auch noch irgendwann mal mit dem Auto fahren. Da kam natürlich mein Abi hier mit ins Boot, die Firma Speedtec, Dornabe. Und wir wissen ja, dass ihr sehr geile Autos baut. Und da hat Dornabe sich angeboten, hat gesagt, weißt du was, du willst ja auch noch mal irgendwann mit dem Auto fahren, dann bring das Ding hin und über den Winter hängen wir alles rein, hängen alles dran und dass wir dann im Anschluss, ich hoffe, aber du bist ja da sehr positiv eingestellt, dass das Auto dann zu Benny auf den Prüfstand kommt, alles angeschlossen, wenn das Auto mal zum Leben erweckt wird. Ich muss einmal reingerätschen, also Firma Speedtec in Düren, wir machen mal eine Infokarte rein, wir haben ja mal einen E36 vorgestellt. Und es ist schwer, wenn ich selber ein Auto bauen müsste, ein E36, ein besseres Auto zu bauen, weil die Kiste wirklich schon, kann man wirklich sagen, annähernd perfekt ist. So diese Kombination aus S55-Motor, Schalter, M4-Keramik, neu lackiert das Ding, was ja bei Gelb auch immer wichtig ist, wirklich eine 1+. Und genau deswegen, wobei eigentlich deswegen, aber wir standen auf dem Trackday und haben uns überlegt, wie geht's hier weiter, weil du halt mal wieder fahren wolltest, genau, übernächstes Jahr. Und, ja, und man muss dazu sagen, das Auto, deswegen hattest du ja mich schon mehr oder weniger gehänselt, ja. Das Auto steht ja jetzt halt 2 Jahre, ne? Mittlerweile. Also ja. Vor 2 Jahren auf deinem Track, da ist der Motor explodiert und da hat er Finger halt an, der so, hör mal, wie sieht's denn mal aus, ja. Und jetzt kam halt der Kreis, genau. Okay, ja, das heißt, was machen wir jetzt? Ja, ich denke, wir bauen jetzt den Motor mal rein, ne? Hängen wir einfach mal rein und schauen, wie das erstmal so aussieht. Und dann können wir den Rest so zeigen, wie wir das Ganze vorhaben. Also mit dem Kühlsystem, mit der Ölschmierung und so weiter. Das heißt prinzipiell... Ich war mein Handy auf. Hätte es auch angehen können. Also. Ja. Der war zu ran. Also prinzipiell geht es darum, das Auto soll jetzt hier, ich sag jetzt mal, vormontiert werden. Die ganzen Probleme, die es noch gibt, sei es Kühlsystem, sei es Motorfernsystem, Servo, Motorraum lackieren, die ganzen Kleinigkeiten. Das macht ihr alles? Das machen wir alles und dann geht der, glaube ich, schon zum Benny. Ne? Dann geht zu Benny zum Elektrik machen. Der macht Kabelbaum, Anreißen und so weiter. Ja. Und dann, wenn Elektrik im Auto reingehangen ist, Technik drin hängt bei Benny, also das macht ihr ja vorher, treffen wir uns alle zusammen bei Benny, inklusive Familie Bielas und dir, und versuchen, dass das Ding mal schreit. Denkt ihr, dass das gleich alles so passt? Also, also meine größte Sorge, also ich sage ja, ganz klar, da bin ich auch selbstbewusst. Allerdings, was du gerade in der Hand hältst, das weiß ich nicht. Ja. Das wird Baustelle. Das muss man natürlich schauen. Und das sieht also, aber erst dann, wenn der Motor mal dran Also sonst halt Zeit halt, ne? Ja, also das war ja der heilige Gral, den ich da dank einem sehr guten Kontakt direkt von Schnitzer bekommen habe. Ist ja die original STW-Inconel-Anlage. Ob die jetzt wirklich so in die Karosse passt, ob die beim STW-Auto was weggeschnitten hatten oder anders hatten, das wissen wir nicht. Der Rest passt auf jeden Fall, beim Krümmer müssen wir gleich gucken. Ja, aber ich denke schon, dass wir jetzt nicht ein großes Problem kriegen. Weil der Sechszylinder hat ja auch so ähnliche Krümmergröße, Doppelfluttisch. Ich denke schon, dass das jetzt... Mit so einem riesen Attacke gemacht. Ja. Boah, ist schon ganz schön, ganz schöner. Andererseits, stimmt, wenn ich mir überlege, dass ja viele auch da unten den Torolader hinlegen bei dem Auto, muss da ja ein bisschen Platz sein. Normalerweise ist Platz genug bei der 36. Okay. Ja. Aber je nachdem, wie das geformt ist, das sehen wir gleich. Ne? Das ist das ja, ne? Ja, das ist halt genau dieses. Guck mal, was habe ich neulich? Ich glaube, ich habe selbst bei Limo 2.0 sind wir mittlerweile beim Motor einbauen 20 Mal bestimmt. Also 20 Mal habe ich den locker da jetzt schon rein und rausgeschoben. So, ne? Weil es ist halt so, du musst es einmal, du könntest jetzt natürlich dir auch überlegen, passt das, also nicht. Meistens am schnellsten rein, gucken, ob es passt, dann passend machen, wieder ausbauen. Ja. Und irgendwann kommt der Punkt, wo alles geil ist, durchlackiert, alles schön frisch und dann kann man final zusammenbauen. Ne? Bis dahin fallen dir eh noch 1 Million Sachen ein, die du im Auto noch ändern willst, umbaust und so weiter. Ne? Okay, ja, dann geht es noch um Thema Kühler und so ein bisschen Airbox und so weiter, Servolenkung. Ölkühlung, blablabla, aber ich würde sagen, als erstes einmal kurz, da hängt da so ein Motor mal reinhängen. Ich habe echt immer Angst, wenn so ein Motor hängt.
Dass er runterfällt, oder? Ja, ich bin immer so. Ich habe jetzt an drei Stellen festgebunden. Ne? Und das ist jetzt kein schwerer Motor. Ich weiß, irgendwann kommt bei der Tachtüber an, dass du muss ja knallen, ne? Okay, was anders? Was würde jetzt passieren, wenn er einfach am Boden knallen würde? Ja, wäre er dann hin? Irgendwann wahrscheinlich am Arsch. Ja, also höchstwahrscheinlich, ne? Vielleicht ein Motorhalter. Ja, ja. Aber je nachdem, wie der fällt, natürlich. Ne? Wenn er es hier einen drauf kriegt, ja, wäre schlecht. Was wäre denn mit den Innereien, wenn er jetzt so auf die Wanne knallt? Ja, in Innereien passiert nicht so schnell. Ne? So wegen dem Schlag oder so passiert nichts? Okay. Ja gut, lass auch nicht provozieren. Das ist dein altes Getriebe. Das ist das alte Fünfganggetriebe, genau. Da gibt es auch noch ein paar Überlegungen, aber wollen wir jetzt noch nicht so drauf eingehen, weil ich glaube, wir wollen es erstmal ausprobieren, wie es fährt und dann auf jeden Fall die Übersetzung anpassen. Die Idee war halt immer, dass es gab ein STW-sequenzielles Getriebe lange im Netz, das gibt es auch gerade immer noch, kostet aber wirklich einen Haufen Geld, also kann man noch sagen, liegt aktuell bei 10.000 Euro. Ein Original? Original STW-Sequenziellgetriebe, genau. Haben die dann so oder so geschaltet? Nee, so. So. Und das ist auch alles dabei, so zum Schalten? Ja, wohl komplett. Kostet einen Zehner, das ist erstmal sehr viel Geld. Angenommen, man würde sagen, man gibt es aus, ist aber das nächste Problem, meiner Meinung nach, alle 25 Stunden Revision 5.000 Euro. Und da sage ich, nee. Und du musst doch erstmal wen finden, der das noch revidiert. Ja, genau. Ja, wobei, da gibt es ein paar Firmen, die kennt man auch, aber nee. Also ich glaube, wenn du damit fährst... Wir fahren ja um die goldene Ananas. Wenn du damit fährst, musst du das nicht so oft revidieren, weil die sind damals auch anders gefahren. Ne? Also du weißt ja, wie solche Fahrer damals gefahren sind. Ne? So, ne? Und da war ja wirklich alles egal. Geht schon damit los, die werden ohne Kupplung runterschalten. Ja. Solche Spielchen. Und, ja, genau. Und nee, die fahren erste Gang an mit Kupplung und den Rest gibt es nur einmal voll rein oder so. Zurück. Hoch ist das auch nicht das Problem, aber runter hast du den Verschleiß. Genau. Ich würde sagen, erstmal hängen wir in der Tür rein. Ja. Läuft? Ja. Runter. Langsam, langsam. Immer wieder putzig, wie der da drin liegt, ne? Wir haben gerade nachgelesen, 30 Grad Winkel. Also laut Internet 30 Grad. Lass uns mal grob markieren. Ja. Also von der Optik hätte ich gesagt, irgendwas um 40, 35, 40. Ja, das wäre gerade, das wäre 90, Hälfte davon. Ja, 35 Grad würde ich so ungefähr sagen. Ja, laut Internet angeblich 30, ich hätte gesagt 35, 40. 35, sagst du. Aber liegt da schon saftig drin? Ja, 90. Und die, egal ob 4 oder 6 Zylinder, sind immer gleich schräg? Nee, die sind 6 Zylinder sind nicht so schräg. Die liegen ein bisschen anders. Das heißt, die Motorhalter sind von 6 Zylinder auch anders? Das gibt das anders. Kann man nicht. Nee, okay. Kann man generell nicht wegen dem Anfang schon an den Block. Das ist ja komplett anders. Ich dachte, dass der BMW vielleicht auch noch so Plug and Play ist. Nee. Aber findest du nicht hardcore, wie viel Platz hier einfach drin ist? Ja. Vor allem hört der Motor einfach auf der Achse auf, also am Lenkgetriebe. Also eigentlich ist, es auch der, ist der Motorraum da fast für gemacht, einen V6 reinzuhängen. Jetzt allerdings fast, weil das ist komplett dann im Weg, siehst du ja. Ne? Dieser ist das M52. Ja. Der hat ja original so einen ganz komischen Ansaugdruck. Mhm. Wie lang ist, wegen Drehmoment, deswegen ist das auch ein bisschen, warum der so extrem schräg ist. Ja. Okay, das heißt jetzt gucken wir mal, ob der Kurve passt. Ja, dann können wir auch die A dran halten und gucken, ob das überhaupt da unten runter passt. Ja, das reicht. Für mich reicht das. Ja. Ah. Ja, das ist aber komplett anders. Baustelle? Ja. Der Halter ist total im Weg. Das heißt, wenn wir den jetzt den Halter mal abschrauben, ich schraube den Halter mal ab und unterlege den Motor auf den Position und schrauben den komplett mal ab. Dann sehen wir, wie der sonst passt. Weil den Halter kann man ja notfalls dann nach vorne verlegen. Das ist ja noch eine Frage. Das wäre jetzt nicht das Problem, den Halter nach vorne zu verlegen. Keine Straßenzulassung, kein Problem. Willkommen im Tuning-Leben. Ja. Erste Teil, was man anschraubt, passt nicht. Passt nicht. Aber jetzt mal ehrlich, ne? Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht, dieses Schrauben. Ne? Schrauben, ja. Ich finde das immer geil. Das ist für mich wie so Therapie. Ja. Ich bin froh um Tage, wo ich es meine. Ich habe das früher sehr gerne. Weißt du an den VR6-Seiten? Vor 10, 15 Jahren? Das ist ja auch das, was ich sage. Ich schraube auch wirklich, wirklich gerne. Ja. Weil es ist halt so Entspannung und so weiter. Das wird ganz was anderes sein, wenn du halt im Kundenauftrag schraubst. Nee. Aber so, deswegen sind halt meine, also jetzt so fängt auch gerade meine Schrauberzeit an von der Uhrzeit her. Was haben wir jetzt alles bei dem Motor hier geändert? Alles. Wirklich alles. Kurbeltrieb alles neu. Mhm. Starrer Ventiltrieb, Kolben, Pleuel, alles. Und was soll der Drehzahl aushalten können? 9,5. Soll er halten können, ja. Werden wir sehen. Muss er denn dann brüllen? Was hat der alte Motor gedreht? Offiziell, was dreht der? 6, 8, 7? Dann mit der Einzeldrossel, der Software waren es glaube ich 7,1. Ja, und zwischendurch am Blitzerberg beim Runterschalten noch bestimmt mal 8 oder so. Ja, aber auf Last nur also 7.000 so. 7,1, 7,2. Weißt du, wie groß der Unterschied zwischen 7,1 und 9,5 ist?
Ja. 2, 3, 2, 4. Das ist wie so ein, 500-Gramm-Hammer und so ein 5-Kilo-Hammer. Ja. So, das ist der Unterschied. Das funktioniert nicht. Ein bisschen. Hier an der Glocke bin ich alles, aber der Verlauf ist ja komplett ein anderer. Kann sein. Das muss ja sein, das ist ein Zwischenadaptaten. Es kann sein, dass die sich das Leben einfach gemacht haben. Ja, hier. Und je nach. Nee, dass die. Wenn dass ich sie so halte, stimmt deine Verlauf. Verstehst du? Dann wird es eine Zwischenplatte. Das muss ja irgendeine Zwischenplatte gegeben haben bei dem Autos. So, dann läuft der Verlauf ab. Das heißt, wir brauchen eine Platte. Ach, ich will mal was basteln. Nee, also was ich überlege, was halt von der Theorie her sein kann, ist, dass die, du kannst natürlich mit der Platte auch die Länge des Auspuffs gut anpassen. Ob es jetzt eher eine Strecke ist, wo du hochdrehst, wenig drehst, Drehmoment brauchst, wie auch immer, ne? Keine Ahnung. Das muss ja, weil sonst komme ich ja jeden Getriebeblock an. Der Verlauf auch unterm Auto passt auch gar nicht. Mit einer Zwischenplatte kommst du hin. Aber Michi, fehlt dir da? Das wollte ich jetzt mal ausmitteln. Schrauben hier mal. Das nächste Ding, was wenn wir die Verlängerungsstücke dran machen, wo die Abgasanlage hingeht. Weißt du nicht, ja, dass das die auf einmal so stehen oder so oder so. Montieren, ne? Ja. Du musst einmal montieren. Baustelle. Was? 08, 09. Wie ich schon bin. Dünn und lang. Aber dafür 4. Das wird gar nicht funktionieren. Der Wotzi muss ja irgendwie einen Bogen reinbauen. Der ganze Verlauf haut nicht hin. Dann stand der Motor anders. Guck mal hin. Die ganze Abgasanlage geht dann so. Geil. Also klar, er kommt jetzt noch ein bisschen hoch, aber hier fehlen. Und ich glaube ja noch nicht mal, dass das, also das STW-Auto, also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es anliegt, weil die Platz an der Karosse gemacht haben, als dass er unten zu weit aushängt. Weiß ich, ob die Karosse unten noch mal anders war. Aber dann müsste der Knick ja zumindest passieren, wenn das ja so wäre. Weil das muss ja hinterher so stehen. Ja. Das angedrückt ist, das Verlauf passt ja auch nicht. Meinst du, Wotzi kann er schweißen, umschweißen? Nee, das wird ja noch schlimmer. Aber doch, aber der Verlauf, also wenn ich von hier jetzt so drauf gucke, ich halte das jetzt mal so parallel ran, ein bisschen tiefer. Hier wollen wir halt mal einmal nur parallel ran, dass wir mal sehen, wie es stehen wird. Guck, das wäre so parallel und dann kommt das ja schon einigermaßen hin. Der Motor war bestimmt tiefer drin. Nee, muss man denn höher drin sein? Höher? Ja, wir sind doch zu tief in dem Auto. Wir müssen aber auch ein Stückchen noch tiefer, ne? Von der Motor her, ne? Ja, ich finde ehrlich gesagt, der Motor, der war bestimmt tiefer bei den STW-Autos. Ja. Das würde auch Sinn geben. Und dann würde, haben sie wahrscheinlich da diesen Klick reingedrückt. Ne, ne, wir lassen dann Ding ins Getriebe. Weil der ist jetzt ja gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, ne? So, ja. Das können wir ja kompensieren, indem wir hier das bearbeiten. Was wegschneiden? Ja, warum denn nicht? Ja, was? Ist doch kein Straßenauto? Ja, ich würde sagen, ne, warum? Also hier können wir ruhig was. Nein! Ganz ehrlich! Hier! Da brauchen wir gar kein schlechtes Wissen haben. Wegschneiden, Blech rein, fertig. Hammer. Gummihammer, ja, das will ich mal sehen. Du weißt, wie lange du da mit dem Hammer bearbeitest? Kilohammer. Aber nichtsdestotrotz, guck mal, wir müssen ja eigentlich. Also, wo ist das andere Rohr nochmal? Kannst du mir das nochmal geben? Da passt nicht. Ja, das kann man ja ein bisschen drücken. Nein, die kann man nur so machen. Aber das ist schon richtig. Aber das ist schon richtig, ich wollte schon sagen, also das passt schon. Ich hatte gerade Angst, dass generell nach, guck mal, wir reden hier von Baujahr 95. Ja, so, lass uns die mal dran stecken. Dann mal drunter halten. Ja, das ist ein bisschen so einfach. Aber es geht auf jeden Fall. Das ist ein bisschen Fummelei. Ja, wirklich. Ja. Jetzt drin. Der Motor hängt doch bei mir viel schräger, die hängt doch so. Lass mal den Fuß weg. Ja. Das hängt doch bei mir eher so. Ja. Meinst du, der Wotzi kann nicht umbauen? Nicht, dass die STW damals einen anderen Zylinderkopf hatte, ne? Kann sein. Nicht, dass die vom Reglement her, Bild, warte. Vom Reglement her einen anderen Kopf nur machen durften, der breiter war und gerade war am Ende, nee, wo da schon die Schräge drin war. Nee, kann nicht alles. Das ist der Motor. Na, guck mal, da sieht das schon relativ gerade stehend aus. Ja, aber ist ein ganz anderer Motor. Ja, ist ja gerade. Aber ist der gleiche Kopf. Aber der liegt da mehr oder weniger gerade drin. Ja. Das ist ja, der hat eine andere Einbauposition. Da, hier guck, da ist der Krümmer, Dornabel. Der steht fast gerade drin. Anders der Krümmer? Der ist anders, es gab mehrere, es gab verschiedene Abstimmungen. Ja, also ob der Motor jetzt gerade im Auto ist, kannst du jetzt nicht sagen, weil kann ja sein, dass der Datenrettung gerade drauf steht, ne? Also bräuchte ich das. Nee, ich sehe die Airbox-Position. Ja, also die Frage ist halt, es kann natürlich sein, dass für die STW-Abstimmung er auch schon zu schräg und zu weit rechts hing. Mhm. Weil von der Fahrdynamik her wollte ich natürlich den Motor relativ in der Mitte haben, ja, und nicht nach rechts. Ja, weil der ist ja schon echt hart nach rechts. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die durch Trockensumpf den Motor gerade und tiefer gestellt haben. Nee. Tiefer zu 100%? Ja. Der Motor war fast gerade. Ja. Hier ist ein Bild. Ja, ja. Der Motor hang fast gerade drin. Gerade, ja.
Im Endeffekt ist ja nur der Winkel, also musst du 4x4 Schnitte setzen und das Ganze. Das ist nicht mal der Weg. Du musst ja auch um den Getriebe rum. Also, mal folgendes. Lass mal rein in den Aal. Oh. Weil wenn, dann könnte man eher einen schrägen Spacer machen. Ja. Ich glaube, es gibt auch keinen, so, der so behindert ist, der noch nicht mal im Ansatz ein fertiges Auto hat, aber erstmal aus dem Rodeigen. So, wenn wir davon ausgehen, dass der Auto so ungefähr stehen muss, mal weiter nach. So würde der ungefähr stehen. Ja, also, nee. Guck mal, wie der steht, der Motor war tiefer und gerade. Ja. Motor hängt hier gerade. Was du machen kannst, dann noch runter, was einfacher wäre, ne? Ja. Genau hier, an der Stelle, den Ausdruck. So positionieren, an der Stelle durchschneiden und den an den Kopf schrauben und dann das Stückchen beibauen. Ja. Das wäre am einfachsten. Ja. Das wäre am einfachsten. Können wir das? Kannst du das? Der Inconel, weil müssen Salman mal fragen, ob Inconel schweißen kann. Ruf dir mal an. Ruf dir mal an, ob der Inconel schweißen kann. Ja, also mit dem passenden Zusatz. Das wäre das einfachste in meinen Augen. Ja, aber das geht ja schon damit los. Du brauchst ja Inconel zum Zwischenschweißen. Ja. Da kannst du jetzt ja nicht weit in diesen Schweiß zwischenschweißen. Dann kommt dazu, du hast jetzt gerade ein originales STW-Teil. Da kannst du auch gleich die Truhe selbst bauen. Das meine ich damit nur. Das wäre, wenn du die Motorposition nicht ändern willst, dann würde das gehen. Gibt es für den Motor einen Fächerkummer zu kaufen? Aber der Kopf ist jetzt auf die großen Auslässe für den Kummer angepasst. Das wirst du schon kriegen. Ja, machen. Weil es ist jetzt keine aufwendige Form, sage ich jetzt mal. Ne? Und es geht ja schon damit los. Pass auf. Angenommen, du schneidest den hier durch, dann schneidest du ja den hier schneidest du ja schon nicht gerade runter. Wie willst du da ein Rohr zwischenmachen? Der geht ja nach da. Wenn du jetzt so abschneidest, fängst du da ja an, den Winkel wieder zu verdrehen, den Winkel zu verdrehen. Das heißt, das Wertvolle von dem Krümmer ist ja, das sind drei Sachen. Einmal das Material, einmal, dass es ein Stück Historie ist und dass sich ein Ingenieur da Gedanken drum gemacht hat. Wenn wir jetzt hier die Flex ansetzen, ist das alles hinfällig. Also dann ist die Historie weg. Also, man könnte auch sagen, das Ding schreibt eine neue Geschichte. und die jegliche Berechnung und so weiter ist dann, weißt du? Und dir fehlen nachher 10 PS. So. Dafür, dass wir jetzt ja relativ fit auch mittlerweile im Titan und so weiter sind, er könnte dir das Ding auch einfach aus Titan neu rauszitanieren. Ne? Wenn es langfristig halten soll, geht das mit dem Titan nicht, das geht nur mit Inconel, ja. Weil das Titan weich wird. Ne? Aber du könntest den Teil einfach aus Edelstahl bauen und ab hier Titan. Ja. Dann ist es sogar noch leichter. Wobei noch leichter nicht, das ist schon verdoppelt. Danke fürs Zuschauen, tschüss. Wenn jemand von euch eine originale STW-Abgasanlage haben möchte, kontaktiert Philipp gerne. Das ist natürlich jetzt scheiße. Ja gut, das hätte man ja vorher mal Gedanken machen müssen. Ja, wie Gedanken? Wir konnten die ja nicht einmal Probe hängen. Also, ich schlage Folgendes vor. Du rufst Tom an. Der kommt mit einer Flanschplatte und ein paar Rohrbögen. Und wir haben ja heute auf der Messe gesehen, was es gerade neu gibt von Turbosmart. Ne? Das positionieren wir ungefähr hier. Aber den großen. Ja, der mittlere reicht. Guck mal, wie ich den eingespeichert habe. Tom, da fehlt auch ein gutes Bild zu. Hab ich, wenn er mich anruft, kommt ein mega schäffiges Bild. Ich muss eigentlich auflegen, damit er nochmal anruft. Ey, ruf mich mal ganz schnell zurück, bitte. Janem, nein, ehrlich jetzt. Nein, du musst mich zurückrufen, mein Empfang bricht ein. Bitte, sei mal so lieb, ruf mich mal eben an. Bitte, ehrlich, komm, für mich. Wenn er das sieht. Nein! Nein! Hast du es drauf gehabt? Alter, du bist einfach ein Chef. Ey, du bist auf Lautsprecher. Du bist mitten im Video. Wir haben ein Problem, wir brauchen deine Hilfe. Ja. Also wenn ich sage, etwas passt nicht so ganz, wir müssen es anpassen, ne? Ja. Nimm da mal so Faktor 10 von und da nochmal das Dreifache. Und das wird Celim dir gleich erklären. Die STW-Anlage passt nicht unter das Auto. Also gar nicht, weil der STW-Motor war tiefer und gerader im Motorraum. Das heißt, die schöne... So 15 cm. Ungefähr, ja. Das heißt, diese schöne STW-Anlage, die passt überhaupt nicht, inklusive Krümmer. Können wir was bauen? Ja. Geil. Geiler Typ. Okay, wie machen wir das denn dann? Muss ich einen Krümmer holen oder bauen wir einen Krümmer am Auto? Eigentlich ist es dafür egal. Wenn der Benny steht, ich kann erst bei Benny bauen, dann muss er zu ihm. Okay, das heißt, wir lassen Auspuffthema weg und wir bauen das Ding bei Benny oder bei dir? Ja. Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal ein Küsschen aufs Nüsschen. Das hört man. Das hört. Tanke ist das. Da Arbeitsamt schon geschlossen hat um 19 Uhr, hätte ich jetzt gedacht, du bist beim Essen. Aber das Anruferbild ist auch echt eine glatte 1, ne? Ja. I love you, ne? Bis gleich. Tschüss.
Okay, Problem gelöst. So, in diesem Sinne, wenn jemand eine originale SCW-Abgasanlage haben möchte, kontaktiert bitte diesen Herrn. Ist das eigentlich One-of-One von der Airbox? Ne, die können Daniel und Luke jetzt theoretisch bauen? Ja. Hey, was haben die sich denn hierbei gedacht? Das macht auch gar keinen Sinn. So? Aber gefühlt echt, einzige Gewicht hiervon ist wirklich nur der Filter, ne? So, jetzt müssen wir mal reinstecken, ne? Passt nicht. Ja, das ist schon passiv. Nein, das passt. Ja, aber ich sehe gerade die nächste Baustelle. Nee. Gaszug kommt mir nicht dran, oder? Nee. Der dreht sich ja um das Rad. Das wird schon passiv. Ich sehe noch so viele Baustellen hier gerade. So. Ja, das sieht männlich aus. Aber, ja, was wir gucken, mit dem Wurmstäbe. Wo ist die Wurmstäbe? Den Kofferraum noch irgendwo an die Marode. Schon ein fetter Rüssel, ne? Hm? Schon geil. Schon ein fetter Rüssel, sag ich. Ja, guck mal, der liegt schon auf den Düsen auf. Ja, die muss man ändern, das ist aber das kein Problem, die Wurmstäbe zu ändern. Ja, häng mal rein. Nee, da liegt ja schon an, brauchst du nicht. Achso, auch. Ja, liegt schon an. Der Motor kippt hier auch. Ja, das ist aber kein Problem, man kann sie dort ändern. Wie hatte Daniel das gebaut? Haben die den Motorraum gescannt? Genau, Daniel hatte den Motorraum gescannt und dann hat er die Datei dem Kai zur Verfügung gestellt. Lass uns eine Sache noch probieren. Und der hat dann aufgrund des Platzes versucht, das strömungsgünstig zu formen. Ist schon geil. Ja. So vom Platz her und so. Ja, geht schon. Carbonara. Ja, ist noch. Noch ist gerade so, ne? So, ja, schalt fest. Will halt immer die Ecke fest. Ja, müssen. Wie hoch bist du da hinten? Ich passe jetzt hier genau dran. Ich bin überall. Warum hat immer mit dem Licht? Die Strebe liegt leicht auf der. Wir fast zusammen drei Sachen wollten wir anbauen. Alle drei passen nicht. Aber alles passt nicht. Aber, warte mal. Wo genau ist denn das? Wo passt das denn nicht? Willkommen in meinem Leben. Es ist jeden Tag so, wenn du irgendwas. Ja, an der Strebe ist das. Also wenn du eine Rutsche machst. Ja. Ja, dann schneiden wir sie ja, genau. Ja, ja, das kann man ja wegschneiden, anders laminieren. Mach ein G92 Power Dome. Ja, genau. einfach ohne Haube fahren. Also das ist natürlich auch hier so ein bisschen, ne? Weißt du, du kannst ja. Ja, man kann ja wissen. Ja, kannst du auch so festmachen. Also ist jetzt nicht so, dass es. Ja, man könnte so. 45er dran. Man könnte ein bisschen runter, das würde auch gehen, ja. Also das passt schon. Ich bin eher begeistert von der Carbonqualität. Ja. Die ist echt gut. Ja. Das hat der Luke, hat er ja längst eine Form für gebaut. Also die können die Airbox für diese Motoren unzählige Male nachbauen, ne? Ich mach mal zwei Stellen mal dran. Geil. Kannst du dir was aus dem Problem sehen? Komm doch einfach hier. Die Stelle so. Boah, Junge, das sieht einfach ehrlich. Yeah. Gut, Auspuff, okay. Ist so, passt nicht, Pech. Aber der Rest ist cool. Boah, ich hoffe, der hält. Ehrlich. Det würde jetzt sagen, er hält einfach weg. Ja, das ist hier extra Radhausentlüftung, die GT3S. Ah. Das hat sich dann selber so erstellt und kreiert. Ja, man kann sie bis und runter drücken. Man kann ja irgendwo einen Halter unten fixieren. Wäre ja gar kein Problem. Ja, genau. Hätte der ein bisschen unten hält. Aber sieht schon mal hier aus, ne? Boah, es sieht übel aus. Mega. Was ist das jetzt hier für ein Cooler-Down? Das ist jetzt eine von einer 325 Heißdampfausführung. Von der Breite her ist der gleich wie die alle anderen Kühler. Der ist etwas von der Tiefe her dicker und länger unten. Normaler E36 sogar beim M3 hört ungefähr hier auf. Ach krass, okay, krass. Ja? Oder heißt das irgendwie Afrika oder irgendwie? Ja, dafür haben sie damals gebaut und die Kühler sind ja auch, ich finde immer dieses Netz, dieses dünne Netz, führt die Wärme schneller ab, als wie wenn du einen Kühler nimmst, der einen dickeren Netz hat. Mhm. Deswegen funktioniert das sehr gut. Das ist auch ein original BMW-Teil, ist unterm Strich nicht so teuer und funktioniert hervorragend. Was kostet was bei BMW ungefähr? Ich meine, da müsste ich mal nachgucken, so teuer war der nicht. Eben nur so ungefähr 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro. So um den Dreh rum muss das sein. Also jetzt nicht irgendwie 800 Euro oder so? Nee. Irgendwas mit 200 und noch was. Ja, ja. Cool. Ja klar, da würde ich dann auch ein Originalteil verkaufen. Ja. Da passen natürlich auch die Schläuche original drauf. Ja. Das ist alles so Punkte, die nachher das ganze Umbau einfacher machen auch noch. Wo habe ich denn dann den, weil bei dem alten Kühler war ja hier der Einfüllstutzen, glaube ich, ne? Für Wasser, oder? Hier müssen wir hier, ja, der hat ja eine Ausgleichsspalte Dreck an dem Kühler gehabt. Der originale. Originale Vierzylinder, ne? Und bei dem Kühler müssen wir den woanders hinsetzen. Also Ausgleichsbehälter, meistens ist beim M-Fahrzeug hier in der Ecke.
Da muss man gucken, wo wir die hinsetzen. Wir können ja hier hinsetzen, irgendwo werden wir da hinsetzen können. Na gut, da die Batterie ja eh nach hinten geht, haben wir das ja rein theoretisch alles hier eh frei. Ja, alles auf hier. Wir könnten eventuell hier hinsetzen oder da hinsetzen, je nachdem, wo wir den Servo hinsetzen. Original beim Ermi ist sogar so, dass wir die Schläuche bestellen können, den Entlüftungsschlauch, der passt genauso da rein. Und hier kommen zwei Halter rein, Behälter rein, passt perfekt. Hier kommt nur noch der Lüfter hin? Elektrolüfter. Das war's, ne? Das war's, wie viel Platz du hier hast. Und Elektrolüfter und das war's. Ich sag ja, Registertode. Der hört nicht auf. Dann stehen wir vorbei. Ähnliche Felgen. Auf einmal denken die Leute, ich würde mit meinem Auto auf den fahren. Ich werde dann später Dann mach ich. Ja, aber er findet scheiße. Nein, komm, ich mach, ich zieh durch. Nein, ich bin dabei. Komm, ich zieh durch. Kann drauf oder nicht? Ja. Komm. Warum? Angst? Nee, sonst muss ich mich wieder bereden lassen, dass wir doch. Nein, nein, ich mach nichts. Komm, ich bin dabei. Ist mir scheißegal. Ich zieh mit. Machen wir Twins. Na ja, ist schon krank, Alter. Kannst ja Kofferraum hinmachen, ne? Ja. Das ist echt eine Menge Platz. Also mit dem Kühler musst du kein Problem haben. Ja. Erstens haben wir überdimensionierte Kühler drin. Zweitens, der Luft kann besser weg, weil der Motor weiter, viel weiter hinten ist. Luft kann so raus. Wo wirst du denn die Getriebe, Motoröl, Kühler und alles davor setzen? Alles davor. Alles davor. Das ist ganz wichtig. Der alte Wasserkühler saß auch da vorne oder weiter zum Motor hin? Genau an der Position. Genau an der Position. Okay. Aber auch witzig gemacht, dass wohl Zulauf, also das Eingang, Ausgang, weil es an einem Flansch am Motor ist. Normalerweise hast du immer irgendwo unten Pumpe und oben. Ja, ja, ist so. Also so habe ich es ja bei euch gemacht. Das, ich vermute mal, dass du das als Ölkühler mitgebracht hast. Genau. Also ja, das wäre in meinen Augen zu klein. Und hier ist es ja nicht effektiv genug. Da kommt nichts hin, da ist die Stoßstange so. Ja, die erste Scheinwerfer noch, ne? Ich schau mal den Frontmann, packen den Frontmann drauf. Da kommt keine Luft hin. Zu klein? Idealerweise brauchen wir halt so ein in der Höhe relativ klein und dafür halt auf die gesamten Länge. Weil du hast ja unten in der Stoßstange gleich die ganze freie Öffnung und die ist ja komplett frei. Der Kunst bei der ganzen Sache ist mit der Kühlung erstmal natürlich ein vernünftiger Kühler und das muss möglichst im Frontbereich sein. So, nachher kommen so oder so Abschirmbleche, rechts und links, da unten, dass es quasi rechts und links der Luft nicht weggehen kann. Der Kunst ist bei der Sache, dass man den Luft da reinpresst in dem Kühler, dass er nicht rechts und links weggeht. Das ist das am effektivsten. Deswegen jetzt einen Ölkühler da hinsetzen, finde ich nicht so eine gute Idee. Am besten in den Luftstrom. Genau hier unten kommt Luft rein. Also auf die Länge, nicht so hoch. Ja, man kann sie, also muss nicht genauso lang sein, aber einen Ticken größer schon. Genau in dem Luftstrom muss das sein. Das ist am effektivsten. Ja, ich habe ihm mal gerade gesagt, gerade bei der E36 Frontstoßstange haben wir hier oben die gesamte Öffnung, die genau, auf ist. Ja, und da kommt die meiste Luft rein. Deswegen setzt man auch Ölkühler und solche Kühler hier unten an. Nicht oben, sondern unten. Mhm. Da kommt die meiste Luft rein. Hier nochmal Props an Edenhofer Motorsport, wenn wir das machen dürfen. Der hat komplett Carbonstoßstange mit Carbonträger. Ist doch sehr leicht. So, und jetzt kommt die Thematik wegen. Guck mal, Philipp. Ich muss noch eine Schraube reinmachen. Mittelstrebe. Die werden wir so weit rausnehmen. Damit kann man Halter bauen für den Kühler, Ölkühler, die davor stehen. Da kann man nämlich die rechts und links original dran schrauben. Das würde auch genauso wie die Mittelstrebe funktionieren, wenn den Kühler festmacht. Was wichtig ist, dass wir hier rechts und links zumachen, komplett. Und einmal ein Blech so rüber, dass das Luft da reinströmt, dass das nicht nach unten weggeht. Die da rein und die kann nicht abbauen nach links und rechts. Und dann ist das am effektivsten. Aber ich bin gerade erschrocken, wie viel Platz hier alles drin ist. Warum ist das so? Was ja, aber es hat ein E36 noch da vorne einen Lüfter, den Klima und so weiter. Ne? Ja, stimmt. Die haben ja beim M3 hier der Ölkühler sitzen unten. Ja, ja, ja. Unten. Das ist echt eine Menge Platz, ne? Ich würde Ölkühler dann einen langen, dünnen Kühler besorgen, der genau hier drunter hängt. Ja. Dass du das Blech, was hier lang gehen würde, den Unterboden damit abschließt. Ja. Dass es einfach komplett zu ist. Da brauchst du auch, kommt hier, hast du einen Unterverschluss für irgendwas? Nee. So, aber der hier theoretisch runter wäre. Also ich würde mir eine Platte dafür bauen, ne? Entweder eine Platte bauen, wie auch immer, dann weißt du, dann ist es hier komplett abgeschlossen. Das, den kannst du hier einfach reinhängen. Aber guck mal, es gibt ja der originale E6M3-Ölkühler passt ja so rein. So, okay. Rein. So, und dann brauchen wir einen Diff-Ölkühler? Nee, oder doch? Ein Diff-Ölkühler da hinten, das kommt nach hinten, nicht nach vorne. Okay. Ein Getriebeölkühler hier. Wir brauchen quasi vorne einen Getriebeölkühler und Servo für den Servo. Zwei Kühler und einmal Motorölkühler. Ja. Mhm. Genau, das wäre auch so ungefähr, weißt du,
So ein, nur das sind jetzt 330er Länge in 600er Länge und Anschlüsse links, rechts. Ja. Problem ist nur, je länger der Kühler wird, je höher ist der Druckverlust. Also es, wenn du einen langen Kühler machst, geht das auf Kosten des Öldrucks. Gut, müssen wir nachdenken. Wir haben zwar einen erhöhten Öldruck durch die geänderte Pumpe. Erhöhten sogar. Kann man ja ergeben. Aber können wir uns das leisten, den Öldruck zu verlieren? Ihr habt den erhöht. Bei dem Motor, bei 1800 Umdrehungen Standgas und tralala und der Drehzahl? Der Druckverlust wird umso höher, umso mehr durchgeht. Das heißt, der Druckverlust ist gar nicht unbedingt Leerlauf da, da plätschert das nur so durch, sondern eher mit richtigem. Ja, und Wasser. Da brauchen wir den Öldruck. So, ist jetzt aber auch nur bedingt richtig, weil egal welchen Ölkühler, das ist eigentlich immer ein sogenannter Nebenstromölkühler. Es geht eh nie das ganze Öl durch den Kühler, sondern du hast immer einen Kurzschluss davor und das läuft nur so mit durch. Ja, ich meine, wenn man mit Thermostat bauen, ne? So. Das über ein Thermostat führt. Ne? Mhm. Das ist dann quasi wie ein Bypass. Ja. Ne? Aber wenn man ja ohne Thermostat laufen lassen, dann geht das dauerhaft durch. Oder so. Ja. Das ist jetzt E46, aber der E36 passt dann natürlich Plug und Play da rein. Weil geil ist halt auch bei dem jetzt schon wieder die Abluft. Ne? Ja. Der schiebt die Abluft direkt unten in die Platte rein. Ja. Und hier hat man auch, also eigentlich ist der perfekte Ölkühler. Kann man reinbauen. Die Anschlüsse sind auch auf der richtigen Seite, das passt ja alles. Ne? Ja. Und das ist halt mal ein Ölkühler. Ja. Das ist natürlich schon mal, ich kann ein bisschen mehr. Ja, aber den Maße, die ich denn durchgegeben habe von Cetrap, die sind ähnlich, ja. Die sind effektiver als wie so ein Kühler. Echt? Ja, weil die bei mir 6 und viele den Kühler rausschmeißen und dieses andere Kühler da reinbauen. Krass. Okay, das heißt, welchen nehmen wir jetzt? Den BMW oder den Cetrap? Im Prinzip würde das reinigen. Okay. Ja, ich würde sagen, es ist ja zum Glück Winter, weil es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit. Aber schön ist ja schon mal, dass es schon mal in guten Händen ist und weitergeht. Muss man ja auch so sagen. Ja. Hältst du es für realistisch, dass wir Saisonanfang nächstes Jahr fahren? Ja, ich sag mal so, wenn jeder Mitbeteiligte Gas gibt, schon. Ne? Da muss es, denke ich, was zu schaffen sein. Weil jetzt ein bisschen kühler bauen und Motor reinbauen und ein paar Leitungen anklemmen, das ist jetzt nicht so die Mega-Arbeit in dem Fall bei dem Auto. Ja. Weil wir genug Platz haben. Und Elektrik weiß ich natürlich jetzt nicht, wie lange der Benny braucht. Das kann ich jetzt so nicht einschätzen. Meine Meinung ist, wenn dieses Fahrzeug als Beispiel im April fahren soll, wird von jetzt bis April jeden zweiten Tag einer ein bisschen dran werken. Heißt nicht 8 Stunden am Tag, sondern mal abends ein Stündchen. Ja. So, ne? Aber mit Krümmer anpassen, Auspuff bauen, hier ein Kühler, da eine Leitung, da eine Servolenkung, hier noch ein bisschen Instandhaltung, da nochmal Bremse, da nochmal vermessen, hier nochmal Elektrik, da nochmal Prüfstand, hier nochmal dies, das, jenes Bums. Dann willst du ein paar Karosserieteile tauschen, dann noch hier noch was anpassen. Ja, schon. Gut, leider, das ist halt der Nachteil von diesem Tuning. Das ist halt verdammt. Andere gehen jeden Tag anderthalb Stunden dumm. Also. Ja. Farbcode steht schon mal, aber. Nein, aber guck mal, wie lange das Auto jetzt stand. Wichtig ist, dass der nächstes Jahr da richtig Spaß mit hat, dass das Ding liefert, dass das richtig scheppert. Im Endeffekt, jetzt machst du alles fertig, dass das Auto dann anschließend bei Benny oder bei Tom steht wegen Auspuff bauen und Elektrik. Genau. Ja. Ihr plant das Ganze so ein bisschen durch und vielleicht, wenn wir das nächste Mal wiederkommen, ist schon mal Motorraum lackiert und so ein bisschen Kühlpaket angepasst und so weiter. Ja. Und wir steigen wieder ein, wenn der Motor im Finale eingebaut wird. Dass man quasi Motorraum so fertig macht, Motor drin ist, dass es nur noch Elektrik gemacht werden muss. Ja, okay, habt ihr immer einen kleinen Zwischenstand bekommen, ein bisschen anderes Video, denke ich einfach mal, immer ein bisschen was zum Lachen. Es geht weiter, wer einen STW-Krümmer braucht, kann sich melden. Ja. Tom freut sich. Ich würde sagen, tschüss. Und danke bis zum Schluss.